So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün im Together. Und ich sehe gerade, wir haben ein Taubsi. KFC. Und es ist männlich und es ist Blatt und es ist fast tot. Schauen wir mal nach, was das restliche Team steht. Okay, ich sehe. Wenn das Hello 79. Ich habe keine Ahnung, wie ich es zurückgelassen habe, aber ich glaube, das ist ein bisschen hochgegangen. Hoffe ich doch mal. Und ich sehe, wir haben ein Butter frei. Da war jemand so frei und hat es nach der deutschen Besetzung von Butterfree benannt. Also quasi der englische Name von Smetbo. Wie einfallsreich. Also ich würde jetzt mal tippen, dass Butterfrei, ich weiß es nicht, von Spotty kommt und KFC von Simon? I don't know. Es wird auch von der Reihenfolge hinkommen, weil er... Ist Spotty nach mir? Ja, Simon ist, nee, Simon ist nach mir und dann kommt Spotty. Passt, gut. KFC ist fast tot. Ich glaube, ich schicke mal Donatello vor. Vielleicht kann das ein bisschen mehr reißen. Wo sind wir eigentlich gerade? Ich würde mal schwer auf den Vertania-Wald tippen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir werden es sehen. Und ich... Das hat Blubber. Das hat das beim letzten Mal noch nicht. Das weiß ich genau. Ich muss mich gerade wieder reinfinden. Ich habe jetzt seit 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Und ich bin jetzt schon wieder irritiert. So schnell kann es gehen. Keine 2 Minuten. Ich muss gucken, dass ich meine Zeit diesmal einhalte. Letztes Mal war es schon reichlich knapp. Haben wir die Karte? Ist eine ganz gute Frage. Das werde ich jetzt gleich mal nachschauen. Wahrscheinlich nicht. Simon ist nach mir dran und ich weiß, Simon ist nicht so... Pokémon, hat nicht so viel Pokémon-Wissen wie Spotty oder ich. Das weiß ich. Also, nichts gegen ihn, aber... Ja, ist so, ne? Eusebius. Wenn ich jetzt den Namen zuordnen könnte, wäre das auch schon mal was. Also, wo sind wir? Okay, Vertania-Wald. Habe ich mir schon gedacht. Er ist ein Red. Es ist gut, dass ich den Namen nicht geändert habe. Das wäre auch seltsam. Wir haben 4 Pokémon. Wir haben eine Karte. Yes! Er hat dran gedacht. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, Simon ist voll cool. Sowieso. Habe nichts anderes erwartet. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir schon gegen... Da war ja was. Ob wir gegen Green gekämpft haben. Aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Wenn wir... Oder haben wir Blue? Wir haben Blue genannt, nicht Green. Upsala, mein Fehler. Ich habe nichts gesagt. So. Ich denke, ich werde Butterfrei etwas trainieren. Oder Butterfrei gehört... Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich kann mal nachschauen, wann sie reingekommen sind. Der zuerst reinkommt, ist der von dem... Steht das hier überhaupt? Steht, das, stimmt, das steht hier noch gar nicht. Das steht ja erst... da war ja was. Da steht ja erst später da. Gut. Ja, gut. Ich sage nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Und wir haben keine Turbo-Trizette. Da war ja was. Wo bin ich eigentlich gerade im Vertania-Wald? Irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung. Das ist Gras. Da oben ist ein Trainer? Fragezeichen. Ich habe... Da ist ein Trainer. Ja, das sieht gut aus. Hallo. Na, wie geht's dir? Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Ach. Da haben wir schon mal was gemeinsam. Oh, oh Gott, ja. Ja, ja. Kleinen Witze hier. Leck mich. Na, okay. Gut. Butter. Ich komme auf den Namen nicht klar. Was kannst du? Okay, Tackle und Fadenschuss. Was kann KFC? Ich habe jetzt ja nicht nachgeschaut. Was ist Forsch? Und es kann Tackle und Sandwirbel. Oh, so gut. Tackle und Sandwirbel gleich. Komm, trainieren wir mal KFC. Sind wir mal lieb zu den anderen und trainieren ein bisschen mit. Wobei, Taubsi ja... Ach komm, bring das doch Level 9. Danach wird Donatello im Hintergrund weiter trainiert. KFC, ich komme... Wow, diese Namen sind wieder mal... Ja, okay, man merkt wieder, ich bin der namens-einfallsloseste Kerl ever. Und die anderen haben sich was dabei gedacht. Eventuell. 7er Raupi fällt mir gerade auf. Wow. Und vor allem war das Raupi schneller als ich nach einem Fadenschuss. Das ist schon bitter für einen Taubsi, wenn so eine Raupe langsamer ist als ein Vogel. Schneller ist als ein Vogel. Das ist schon irgendwie schlecht. So ganz entfernt. Ja. Machen wir einfach mal weiter. Ich bin irgendwie noch so zwischen Tür und Angel. Und Butterfrei Level 6 Years. Und Level 9 für KFC. Ich hoffe mal, wir können Butterfrei noch... Windstoß! Perfekt! Können Butterfrei noch entwickeln in dem Part. Das sollte eigentlich drin sein. Raupi! Ja. Ja. Wechseln wir zurück auf Butterfrei. Ach, ich werde so... dieser Name! Wollen wir jetzt an, englische Pokémon einfach auf Deutsch zu übersetzen und sie so zu nennen? Das wäre irgendwie lustig. Ich finde das wirklich lustig. Da könnte richtiger Scheiß bei rauskommen. Okay, teilweise nicht, aber...
Wobei Butterfree bietet sich wirklich an. Ja, okay, ich sag nichts. Es kommt ja eigentlich vom Butterfly. Warum es Free heißt, weiß ich immer noch nicht. Egal. So, weiter Raupi-Spashen. Ich überlege gerade, wie über ich reden könnte. Über viel zu viel Stuff mal wieder. Und ich bin immer noch irritiert. Wow, wir alle hier kurz vorm Level abstehen. Gut, ich frage mich aus dem gerade, was die gemacht haben. Haben wir, vielleicht haben wir auch schon Orden und sie haben mich voll verarscht und sind auch mal zurückgegangen. Das wäre, ich würde es ihnen zutrauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich würde es mir zutrauen, deswegen würde ich es, glaube ich, ihnen zutrauen. Das ist so eine Gegenseitigkeitsgeschichte. Ich traue dir zu, du traust mir zu. Ich meine, das waren 40 Minuten. Was haben die in der Zeit gemacht, dass die jetzt im Vertania-Wald sind? Pokémon fangen und Naps geben und sowas. Das war fast gutes Deutsch. So, kann ja eigentlich rausgeschnitten werden. Deswegen bin ich etwas irritiert. Ich hoffe, vielleicht kommen wir noch bis zum Pokémon-Arena. Das wäre voll cool. Würde ich dann nämlich gerade noch den Orden absahnen. Guck mal ganz kurz nach. Kurz auf Red schauen. Ne, wir haben noch keinen Orden. Wir haben nicht viel Geld, habe ich gerade gesehen. Und wir haben keine Turbo-Trainer. Das ist wichtig. Wie kann man... Okay, ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich werde das irgendwann sehen. Irgendwann ist... Irgendwann. Noch ein bisschen hin. Oh Gott. Oh, ja. Und da ist wieder ein Robby? Ein Hornly. Stimmt, hier gab es beide, ne? Ist nur den ehemaligen Spiel, also ganz am Anfang gab es ja... ich glaube, da will ich fliehen. Das Ding könnte mich vergiften. Darauf habe ich keine Lust. Ich meine, KFC war ja schon am Anfang vergiftet. Das muss es nicht nochmal sein. Weißt du, die Pokémon entwickeln ja und unser Butterfrei steht kurz davor. Nee, was soll ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen, genau. Ja, genau. Wir sind ja noch in der Vorproduktion. Das heißt, ich weiß, ich mache hier voll den Flair kaputt. Das heißt, wenn ihr das seht, haben wir noch nicht mal den Trailer aufgenommen. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, haben wir ihn aufgenommen. Zur Zeit, als wir das aufgenommen haben, als ich das aufnehme, also jetzt quasi für mich und für euch irgendwann später, und mein Internet ist schon wieder weg, aber das ist mir vollkommen Bums, weil ich brauche kein Internet gerade. Internet spielt wieder rum. Super. Wie auch immer, zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht mal den Trailer aufgenommen. Also dieses Info-Video-Ding kann man jetzt als Trailer betiteln, kann man auch... Oh Gott, nee. Egal, ich greife speziell an und ich muss mich jetzt erst wieder dran gewöhnen, dass ich, denke, Wasserattacken sind alle speziell. Weil das ist nicht zwingend gesagt. Und Initiative sinkt. Ich weiß, ich breche immer so diese dritte Wand. Das machen die anderen sicherlich nicht, weil die labern einfach irgendeinen Scheiß. Ich labere anderen Scheiß. Ich labere Scheiß, der eigentlich so Backstage ist, weil... Meh. Muss sein. Auf wessen Mist ist dieses Projekt eigentlich gewachsen? Ich glaube, es war ich. Das heißt, ihr... Ich habe das zu verantworten, falls ihr von drei Seiten her... Das wollte ich nicht. Von drei Seiten her verblödet. Sorry. Mein Fehler. So. Oh Gott, Butterfrei entwickelt. Das ist... Dann haben wir einen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Das ist dann nicht mehr ganz so frei, weil das ja den Kokon ist. Oh no. Oh, okay. Ja. Genau, dann muss ich es umbenennen. Das heißt, es Butter nicht mehr so frei. Aber darf ich überhaupt umbenennen? Ich habe die Regeln schon wieder vergessen. Super, das ist gut. Aufnehmen, ohne die Regeln zu wissen. Das ist professionell. Und das könnte sich nur um Ewigkeit handeln, bis ich irgendwann mal in Mamoria City ankomme. Ich würde gerne den Orden noch machen. Das sollte ich aber eigentlich schaffen. Ich meine, bis wir hier durch sind, dann ist es vielleicht schon bei 12 Minuten. Aktuell sind wir knapp bei 8. Boah. Könnte noch kommen. Wobei ich mir ja selber auch Zeit kürze, weil ich ja ein- oder ausfade. Darf ja nicht mit einberechnet, das muss ja mit einberechnet werden für mich. Das machen die anderen, glaube ich, nicht zwingend. Butterfrei Reiter mit 7. Wuhu! Und Donatello LDP. Noch ein... Wow. Ach komm. Lassen wir es mal dabei. Donatello hat mir schon wieder zu viel Schaden gefressen, als dass ich jetzt die ganze Zeit rumwechsle wie so ein Bekloppter. Und wir blubbern weiter durch die Gegend. Safcon. Das geilste Pokémon, das man zu dem Zeitpunkt haben kann. Am besten nur mit Härtner. Alles andere freilassen und du kannst schön an der Stelle bleiben. Yep, yep, yep. Ja, an sich ist es ja so, wenn du ein wildes Safcon fängst, ist es ja quasi so geregelt, als ob das Pokémon sich nie entwickelt hätte, beziehungsweise schon von Anfang an entwickelt war. Weil es ja nie Tackle lernt. Also Safcon selber lernt ja kein Tackle, zumindest meines Wissens. Und dementsprechend, ein Safcon, das sich aus einem Raub entwickelt hat, kann ja Tackle. Eingegen ein Safcon selber nicht. Also wenn du ein Safcon so fängst, dann hat es ja nur Härtner. Genauso wie Kukuna auch nur Härtner hat und keinen Giftstachel. Und wir erreichen Level 11. Level 11. Wir brauchen Donatello für die erste Arena. Nächste Arena ist gut. Es ist die nächste und die erste, also quasi habe ich doppelt recht. Yes! Und Butterfly, genau.
Butterfly entwickelt sich. Oh mein Gott. Cool. Butterfly. Quasi Butter. Pommes. Wir sind Fries. Nee, Fries sind Pommes, oder? Ja, ich meine schon. Oh mein Gott, wir haben einen nicht mehr ganz so frei. Nicht mehr ganz so frei Butter. Hm, ja. Hm. Dein Butterfrei wurde zu Safcon. Sehr schön. Da wird sich. Da ist außerdem der prediktete Härtner. Da wird sich. Spotty? Denke ich mal. Freuen? Also wie gesagt, ich denke. Ich weiß nicht, ob Simon weiß, dass Smetbo auf Englisch Butterfree heißt. Deswegen. Ja. Ich denke mal, es ist Spotties. Außerdem würde es, wie gesagt, von der Route her mehr Sinn ergeben. Außer sie sind irgendwie zurückgelaufen. Und ich muss sagen, Pokémon in 60 FPS sieht ziemlich cool aus, wenn ich sie nachher nur in 30 FPS sieht, aber das ist ja relativ bums. So, ich blubber dich weiter voll. Warum kämpfe ich gegen wilde Raupis? Blubblubblubs. Vor allem ist die Blubber-Animation so derbelang bei dem Spiel. Und das Geilste ist sowieso die Aquaknarre-Animation, weil sie einfach so aussieht, als ob sie überhaupt keinen Schaden macht. Da sieht der Blubber stärker aus, also jetzt optisch. Und auch lustig ist ja, dass in der 6. Generation, ich glaube 5. war es noch nicht, aber erst in der 6. ist Aquaknarre ja genauso stark wie Blubber. Also wird Blubber stärker gemacht und kann noch gleichzeitig die Initiative verlangsamen und trifft beide Gegner in Doppelkampf. Das ist um einiges cooler als in, naja, hier noch. Hier trifft es auch schon beide Gegner und kann die Initiative senken, aber trotzdem. Ach Gott, ich hasse es, wenn ich keinen Schub kriege. Was steht auf dem Schild? Ich will dieses Schild lesen. Tipps für Trainer, es ist verboten, Trainern Pokémon zu stehlen, fangen nur wilde Pokémon. Oder fahr zur Hölle. Dun, dun, dun. Hallo. Hey, warte, warum die Eile? Ja, ich will heute noch zur Arena. Wenn du mich also bitte lassen würdest, fände ich das voll doll. Rudolf. Aber er hat keine rote Nase, kann das wirklich Rudolf sein? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Und ich blubber dich wieder voll. Level 9er. Ja, ist gut, Kollege. Was könnte das denn lustig werden? Auch wenn wir einen sehr schönen Typenvorteil haben, könnte die Arena sehr lustig werden mit Level 11. Beziehungsweise, nein, Level 12 erreiche ich nicht mehr. Vielleicht vom Arena-Leiter, ja, aber ich glaube, da unterliegen wir leveltechnisch, glaube ich, dem Arena-Leiter, ne? Ich meine, der Arena-Leiter ist Level. Hat der Level 12 oder Level 13? Oder 14 sogar das stärkste Pokémon? Ich glaube, 12 und 14 waren die Level. Das ist natürlich gut. Natürlich. Was auch sonst? Natürlich. Warum auch nicht? Natürlich eine Vergiftung. Alles andere wäre ja langweilig. So. Verrecke, du Horndio. Bitte geh sterben. Ganz, ganz schnell. Dankeschön. Gib mir wenigstens gut EP 99. Das ist, damit kann ich leben. Das heißt, nach dem Trainerkampf in der Arena, da ist ja genau ein Trainer. Ich wusste, dass hier ein Trank liegt. Yes. Einmal hat es sich gelohnt, Let's Play zu schauen. Yes. Ach komm. Leck mich. Nach dem Trainer in der Arena, hallo Kohuna. Werden wir, das reimt sich sogar, der Trainer in der Arena. Bam. Werden wir dann eh Level 12 sein. Und dann sollten wir eigentlich auch leveltechnisch gegen den ersten Arenaleiter bestehen können, wie auch immer das sein wird. Oh mein Gott, der ominöse erste Arenaleiter in Pokémon Rot, Gelb, Blau bzw. Feuerrot, Blatt, Grün. Wer könnte das nur sein? Ich habe keine Ahnung. Schild! Mein Pokémon stirbt gerade, aber egal. Es interessiert ja keinen Test für Trainer. Und dann denke ich, von der Dauer eines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. E-Punkte. Oder einfach EP, weil E-Punkte, wenn man schon KP, man kann auch K-Punkte, ne, keiner sagt K-Punkte, ne? Es heißt E-Punkte und KP oder Kampfpunkte oder Erfahrungspunkte und EP, aber keiner sagt K-Punkte oder A-Punkte, weil AP, KP und EP sind ja die drei Punktarten, die es so gibt. Punkt, Punkt, Komma, Strich, so in der Richtung. Ja, ich weiß, was ein Supermarkt ist. Du musst es mir nicht sagen, Spiel. Ich habe das schon verstanden. So schwer ist das nicht. Komm. Einfach weil Prinzip. Ich will wieder runde Zahlen hier stehen. Wobei, naja, also dafür müsste ich jetzt 4 Stück kaufen. Das Geld habe ich nicht. 3, 5 oder 10. Bitte. Hm. Haben wir die Kohle dafür? Ja, haben wir. Wir haben sie jetzt einfach zu haben. So, Punkt aus. Ja, jetzt wird es doch etwas eng. Wie viel Schutz haben wir? Ich habe nicht genug Geld. Gut, dass ich das gar nicht erst fragen darf. Gut, warum auch nicht? Feuerheiler brauche ich keine Sau, also weiter geht's. Ich meine, wer braucht schon Feuerheiler? Wie oft kommt es vor, dass du am Anfang des Spiels verbrannt wirst? Ich glaube so ungefähr 0 Mal. Einmal, wenn du extremes Pech hast und dein Pokémon irgendwie Tackle einsetzt und dann war das so krank, dass du eine Verbrennung erleidest. Das fällt hin und rutscht aus, fällt hin und holt sich eine Verbrennung in Form einer Schiffwunde. Ja, das soll vorkommen.
Ich meine, wer kennt das nicht? Die Schürfwunden in Pokémon. Hallo. Da ist er schon, der Arena-Leiter. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Jetzt hast du gespoilert, wer der Arena-Leiter ist, du Arsch. Und du weißt nicht, dass Lichtjahre eine Streckenentfernungsmessung ist. Eine Streckeneinheit, so. Und zwar die Zeit, Licht für ein Jahr... Die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt. So, jetzt gab mein Satz auch Sinn. Du hast, glaube ich, noch ein Sandeln hinterher. Das heißt, wir kriegen safe noch ein Level-Up, wenn nicht sogar zwei. Und das wäre sehr schön, weil dann kriegen wir den Kampf, wie das Ding einfach überlebt. Potsau. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Friss mein Blubber und verreck dran. Ich meine, 12 und 14 waren die Level von Rocco. Ich bin mir nicht sicher. Das letzte Mal, dass ich Feuer Rot Blut Grün gespielt habe, ist Ewigkeiten her. Und yay, Level 12. Und tatsächlich hat man in Feuer Rot und Blatt Grün das erste Mal mit Glumanda eine Chance gegen Rocco. Denn Glumanda lernt seit dieser Generation Metallklaue. Eine Attacke, die das Ding unglaublich gut brauchen kann. Also gerade Feuer Rot und Blatt Grün am Anfang, Level 13 lernt es, glaube ich. Okay, es war ein Crit, aber das ist ein Wounded KO. Ja, aber gegen Kleinstein nicht. Okay, merke ich mir. Und Level 13. Woo! Aquaknarre? Yes! Yes! Ja, bitte. Oh, den Routenschlag raus. Den Panzerschutz kann man noch gebrauchen. Der Routenschlag ist gerade eher nicht, weil das Ding eher speziell angreift. Und Aquaknarre. Stell mir gerade so eine Wasserpistole vor. Camper Georg. Mist, ich daran messen die Entfernung, nicht die Zeit. Sag ich doch. Ich meine, du kannst mir schon vertrauen. Ich als angehender Physiker hier, ne? Musst du schon wissen. Ich würde das gerne noch schaffen. Ich habe noch so knapp 5 Minuten. Nicht mal mehr. Oh, das sollte hinhauen. Komm, das kriegen wir hin. Das ist quasi so hier Speedrun. Run und ihr seht schon, Red ist voll auf dabei und ist voll ambitioniert bei der Sache. Merkt man. Unglaublich. Wie er durch die Gegend rennt, wie ein Bekloppter. Er könnte fast rückwärts laufen, damit wäre er schneller. Aber er ist sehr ambitioniert bei der Sache, muss man doch klar sagen. Ich habe noch knapp 3 Minuten, das macht es nicht besser. Das waren außerdem schneller 2 Minuten, die gerade vergangen sind. Hm, ja. Das könnte eng werden. Ich will ja niemand anderen dem Orden schenken. Na, okay, komm. Ah, ja, komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Hallo, du. Ich bin der Arena-Leiter von Memoria City. Rocco, meine Defensive ist eine steinharte Verteidigung und eine felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Und Friend-Zusammenbrüche. Ja, das ist natürlich gut. Jetzt seht ihr voll die Friend-Zusammenbrüche und seht quasi nicht, was abgeht. Warum auch immer ich Friend-Zusammenbrüche habe bei der Aufnahme. Jetzt sollte es wieder langsam gehen. Nicht? Nein? Nein? Immer noch nicht? Immer noch nicht? Schön. Ich mache trotzdem weiter. Alter, ist gut. Du kannst wieder aufhören. Danke. Ich mache einfach weiter. Sonst schaffe ich ja nichts. Sonst vergeude ich meine Zeit hier. Meine Stimme sollte ich noch plötzlich hören. Ich weiß immer noch nicht, was los ist. Es ist gut, Spiel. Ich glaube, jetzt hat es sich wieder gefangen. Ich weiß es echt nicht. Ich muss echt mal gucken, woran das liegt. Nein, ich will nicht wechseln. Ich will weitermachen. Ich will den Orden, diesen Part noch bekommen. Ich habe keine Ahnung, wodurch meine Frame-Zusammenbrüche entstehen. Aber sie sind da und es geht mir auf den Senkel. Aber wirklich auf den Senkel. Das war erstaunlich schnell. Was Glubber und Aquaknarre für einen Unterschied macht. Krank. Und Level 14. Gut. Ich hätte mir doch etwas mehr Zeit lassen können. Gut, Leiter Rocco wurde besiegt. Das ging jetzt schnell. Ich habe dich falsch eingeschätzt. In den Felsorden zeige ich meine Ehrerbietung. Red hält den Felsorden. Woo! Und wir hatten Lags, aber damit habt ihr die Hälfte des Kampfes quasi nicht gesehen, aber egal. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Nö. Ich will Blitz einsetzen, ohne sie zu beherrschen. Ich will quasi ein Feuerwerk veranstalten. Warte, denn das hier. Red hält TM 39. TM enthält Attacken, die Pokémon lernen können. Sag bloß, technische Maschine. Du hast nicht erklärt, was das Wort überhaupt heißt. Fang doch mal ganz von vorne an. Also bitte. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM 39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und zu ihm begraben. Der Initiativewert des Gegners wird zugleich gesenkt. Jo. Alles klar. Und anders als in den späteren Generationen kann man hier TMs nicht mehrfach einsetzen. Das geht jetzt später dann doch etwas angenehmer und zwar quasi wie VMs, nur dass man sie wieder verlernen kann und dass es coolere Attacken dabei sind. Außer Surfer. Surfer ist genial.
Eine der wohl, die wohl beste VM, kann man glaube ich sagen, zusammen mit Kaskade. Oder habe ich jetzt eine vergessen? Fliegen ist nicht ganz so gut für Competitive Nutzen und... Und ja, Kaskade, Surfer, Zerschneider braucht man nicht. Stärke vielleicht noch für Normal-Pokémon, aber da geht's das Rückkehr eigentlich besser. Na egal, Leute, diesmal etwas gechillter, würde ich sagen. Beim nächsten Mal darf der nächste von uns, das wäre dann der Simon, hoffentlich bei ihm ohne Lex, warum auch immer bei mir immer irgendwelche Lex auftreten, ich weiß es nicht, nach da weitergehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und bis Part Nummer 7.